Begrüßt mit mir die Teilnehmer aus Dürmen, aus Meier im Nierenhof und aus Fulda. Also, ich habe ein paar interessante Fragen für die Teilnehmer hier vorbereitet, aber bevor wir das machen, hat jemand im Video bestimmt schon eine Besonderheit bemerkt. Hier hat jemand doch tatsächlich Geburtstag. Wer ist es denn? Du bist der? Phil. Der Phil hat heute Geburtstag und ich denke mal, wir machen hier ein einmaliges Geburtstagsständchen. Also, ich stimme nicht an, die Band stimmt an, weil ich kann wirklich nicht singen, also das wollt ihr nicht hören. Also, 1, 2, 3, Happy Birthday to you. Happy Birthday an Phil, vielleicht kriegst du ja 10.000 Euro als Geburtstagsgeschenk und wenn die Gemeinde dann zustimmt, kriegst du es einfach als Geschenk mit nach Hause. Bezweifle ich, aber kann ja sein. Aris, du bist von Oldenburg und Fulda, du bist hier mit am Start. Ihr seid, ich habe es ausgerechnet, in Mathematik kann ich ein bisschen besser als singen, ihr seid mit Durchschnitt das älteste Team. Ist das ein Vorteil? Ich glaube nicht, von wegen den alten Knochen und so. Also ich glaube, das ist eher der Nachteil. Okay, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sich die alten Herren von der Oldenburg-Wunder schneiden. Nein, super sportliches Team. Wir freuen uns drauf, die zu erleben. Emma, ihr habt es nicht über die Likes geschafft, wart immer vorne mit dabei, aber letztendlich musstet ihr euch Dürmens und Oldenburg-Wunder geschlagen geben. Vielleicht ein bisschen niedergeschlagen. Plötzlich dann doch die Nachricht, ey, wir sind beim Finale dabei. Wie hat sich das angefühlt? Wir waren auf jeden Fall völlig überrascht, aber das hat uns irgendwie voll motiviert, dass wir noch dabei sein durften. Yes. Und Dürmens, ihr habt es über die Likes geschafft, mit einem super Sprung zum Endspurt, noch auf den zweiten Platz geklettert. Was war das Erfolgsrezept? Ja, also wir haben kurz vorm Ende haben wir nochmal richtig alle Social-Media-Kanäle richtig mobilisiert und haben auch Instagram geradezu terrorisiert und es hat uns dann zum großen Sprung auf den zweiten Platz verholfen. Perfekt. Da hat jemand die Marketing-Sings geguckt. Yes, wir sehen, wie es ist aufgebaut. Wir sind bereit für den ersten Wettkampf. Ein Team wird uns hier gleich verlassen. Wir gucken uns an, wie dieser Wettkampf aussieht. Im großen Trio-Finale treten drei Teams mit jeweils drei Spielern in zwei Wettbewerben gegeneinander an. Ziel ist es, alle Aufgaben in den beiden Wettbewerben erfolgreich zu absolvieren, um am Schluss die 10.000 Euro abzustauben. In Wettbewerb 1 finden sich jeweils zwei Teilnehmer auf der Rampe in Fesseln gelegt. Der dritte Spieler ist frei und muss in einem Becken nach zwei Schlüsseln suchen, mit denen er seine Teammitglieder befreien kann. Sind diese befreit, gilt es, ein Memory zu lösen. Hierbei müssen passende Pärchen gefunden werden. Meint ein Team, ein Pärchen gefunden zu haben, muss es dieses einem Schiedsrichter vorlegen. Bestätigt dieser die Kombination, kann der Spieler weitermachen. Wenn nicht, muss das Pärchen zurückgehängt werden und der nächste Spieler zur Memory-Wand gehen. Wurden alle Kombinationen gefunden, kommt es zur entscheidenden Aufgabe auf der Rampe. Hier müssen vier Luftballons in der Farbe des jeweiligen Teams mit 12 Dartpfeilen abgeworfen werden. Die beiden Teams, die es zuerst schaffen, vier ihrer Ballons zu treffen, gewinnen das Spiel. Wird ein Ballon des Gegners getroffen, zählt der Treffer für den Gegner. Wurden nicht alle Ballons getroffen, gewinnen die Teams, welche am meisten Ballons getroffen haben. Bei Gleichstand entscheidet, welches Team zuerst vollständig auf der Rampe war. Und für dieses Spiel haben wir einen Kommentator. Karl Pfeiffer, bist du online? Hallo, hallo, hören mich alle? Ja, genau, hier ist Karl Pfeiffer hinten aus der Kommentatorenbox. Und ich begleite euch heute durch den Abend. Ihr braucht euch nicht umzudrehen, vertraut auf meine Stimme. Ich führe euch durch den Abend. Genau, und die Spiele wurden hier schon aufgebaut während des Erklärvideos. Und wir sehen, die drei Teams sind schon auf der Rampe bereit.
zwei Leute mit Handschellen gefesselt und einer, jeweils eine Person bereit, um die befreienden Schlüsseln aus der Bällchenbox zu sammeln. Es gibt ja das bekannte Sprichwort, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Ich glaube, das ist die Herausforderung hier, wirklich dran zu bleiben und dann nicht aufzugeben, auch wenn es einige Zeit dauern kann, die zwei Schlüssel in der Box unter den vielen, vielen Teilen hervorholen zu können. Wir warten jetzt auf das Startsignal der Schiedsrichter, die hier nochmal alles kontrollieren, auf äußerste Fairness Wert legen, wirklich schauen, dass es gerecht zugeht, dass wirklich ein Gewinner ermittelt werden kann aufgrund von herausragenden Leistungen und nicht wegen Systemverschulden. Und dann habe ich jetzt das Startsignal bekommen, das heißt, der Countdown geht gleich los, die Teams sind bereit. 2, 1. Da ertönt die erste Glocke und wir sehen, alle Teams springen direkt rein, sind hier mit den Bällen befestigt, tauchen ab, arbeiten sich hier durch die Kisten. Wir sehen nur noch leichte Bewegungen der Bällchen. Mit vollem Körpereinsatz wird hier agiert. Die Teilnehmer können die Schlüssel auch einzeln hervorholen und dann schon die ersten Leute befreien, um dann Unterstützung zu holen. Aber hier musste vorhin eine gute Strategie gefunden werden. Wir sehen Lars aus DCG von DCG Dürmens in den grünen, DCG Dürmens hier in den grünen Trikots, taucht immer wieder auf und ab, tief in die Bällchen rein mit vollem Körpereinsatz. Überall wird erfühlt, wo sind potenziell die erlösenden Schlüssel. Und da, Nierendorf hat, ich sehe es nicht, ein oder zwei Schlüssel. Ich schätze mal zwei Schlüssel und ist jetzt schon auf der Rampe. Fängt an. All for one. Sinn ist in Blau. Fängt jetzt an, die Mitstreiter zu befreien, während Dürmens und Nierenhof noch in der Findungsphase sind. Hat noch nichts zu sagen. Das weitere Spiel, das Memory, ist eine sehr zeitintensive Aufgabe und da kann auch viel nachgeholt werden. Wir sehen hier die grünen Flaggen der Schiedsrichter. Die sagen aus, dass eben die Station begonnen werden kann mit dem Memory, während Dürmens und Nierenhof noch immer mit der Suche beschäftigt sind. Aber Dürmens bewegt sich. Es sah so aus, als ob Dürmens sich Richtung aufbewegt, aber Lars taucht nochmal ab. Auch Mike ist noch unten in der Kiste. Aber jetzt gilt es dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wirklich nicht die Hoffnung zu verlieren. Die Fans müssen wirklich dabei sein, mit anzufeuern, müssen die Teams vorantreiben. Teamkameraden sind im Moment leider ausgeschaltet, können nur hilflos zuschauen, hoffen, beten, dass hier richtig weitergeht, während All for One hier schon das erste Pärchen ins Ziel gebracht hat und jetzt schon mit dem zweiten Pärchen anfängt. Die Taktik ist, nach und nach werden hier die Bilder umgedreht. Davin bringt das zweite Teilchen ins Ziel. Wir sehen 18 Karten, das heißt 9 Pärchen müssen insgesamt gebracht werden. Und das dritte Pärchen ist im Ziel. Der Schiedsrichter schwenkt die Flagge und da ist sowohl Dürmens als auch Nierenhof sind los und sind auf der Rampe. Jetzt wird es spannend. Sie liegen hier gleich auf, fangen an, sich zu befreien. Dürmens befehlt die Taktik. Ist schon unten mit Lars, jetzt André kommt direkt hinterher, muss hier warten, bis auch Julia unten ist. Nierenhof darf jetzt schon loslegen mit dem Memory und hat die ersten Karten umgedreht. Jetzt sind alle Teams an der Wand. All for One hat noch 4 Pärchen offen
Es wird natürlich mit der Zeit schneller, einfacher am Anfang, deutlich schwerer. Nierenhof hat das erste Pärchen, dicht gefolgt von Dürmens. Das sieht nach einem eiskalten Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Jetzt, wir sehen hier Julia, Emma und Aris sind mit dem Pärchen beschäftigt. All for One hat noch zwei Pärchen mit Bibelfersen. Die sind entweder Bilder, die zusammenpassen, oder Bibelverse, die sich ergänzen, die hier auf dem Memory zu matchen sind. Und da hat All for One das letzte Pärchen gefunden, muss jetzt die Rampe hoch, muss mit den Darts dann anfangen, die Luftballons zu zerplatzen, aber das ist natürlich ein enormer Vorsprung. All for One hat jetzt das letzte Teammitglied oben. Dürmens und Nierenhof liegen Kopf an Kopf. Das wird wirklich spannend bis zur letzten Minute. Ich zähle hier etwas schwer zu erkennen. Die Pärchen, wer hier vorne liegt. Aber wir sehen lauter grüne Flaggen. Das heißt, hier wird konzentriert gearbeitet von beiden Teams. Alle Teams und Niere und All for One hat die Challenge gelöst. Während hier unten noch Spannung herrscht, steht der erste Teilnehmer für das große Finale fest. Die vier Luftballons sind zerplatzt. Jetzt gilt es, sich den letzten Platz zu sichern. Die Spannung steigt. Während All for One schon mental sich vorbereiten kann auf das nächste Spiel, geht es jetzt hier wirklich für Dürmens und Nierenhof um alles. Wir sehen hier Nierenhof noch zwei, Dürmens noch drei Pärchen. Da geht es um Sekunden, Aber es ist nicht das letzte Spiel, Danach gilt es noch, die Luftballons zu knacken, wo es um Geschicklichkeit geht. Da muss man den Puls runterfahren. Jetzt muss der Puls runtergefahren werden und die Pfeile konzentriert geschossen werden. So, jetzt Nierenhof mit zwei Mann oben. Dürmens arbeitet sich nach. Julia und Emma sind gleichzeitig oben. Die Luftballons. Es geht an die nächste Station. Beide mit einem Luftballon. Dürmens hat vier Luftballons vor Nierenhof. Ganz knapp, ein Luftballon liegt Dürmens vorne. Damit stehen die zwei Teilnehmer fest. Und damit übergebe ich zurück an Peter. Was für ein Vorfinale. Und wir hören uns später noch einmal. Vielen Dank für jetzt. Was für ein erster Wettkampf. Die Finalteilnehmer können die Leiter nutzen, um runterzukommen. Ui, 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 ui. Yes. Wow. Habt ihr es gerade gesehen? War das spannend? Leider ein trauriges Ende für die Jugend vom Nierenhof aus Feierabend. Trotzdem ein riesen Applaus für den spektakulären Einsatz. Ui, ui, ui. Ich sehe, ihr habt einen riesen Fanblock mitgenommen. Ihr habt euch vorbereitet, ihr habt Schilder gebastelt. Richtig großen Respekt an Feierabend Nierenhof. Ihr könnt weiter anfeuern für die anderen Teilnehmer. Denn wie gesagt, heute Abend sind wir alle Gewinner. Und letztendlich sind wir nicht hier, um 10.000 Euro nach Hause zu nehmen, sondern einen richtig schönen Abend mit euch zu verbringen. 10 Euro wäre natürlich auch toll. Wo sind sie denn? Das Team von Feierabend, einmal nach vorne. Das Team von Feierabend mit einem riesen Applaus. Kommt her zu mir. Ja, da
Start ist gerade erst angefangen, jetzt schon vorbei. Vielen Dank für den Einsatz. Ihr kriegt auf jeden Fall eine hochwertige Bronzemedaille. Jeder kriegt einen liebevoll zusammengepackten WM-Schöpfungsapparat. Ich habe dafür jetzt noch kein Fachwort gefunden. Also das letzte Mal für heute Abend einen richtig, richtig großen Applaus und Dank an die Jugend von Feierabend für alles, was wir mit euch erlebt haben.